Der Rektor der päpstlichen Lateranuniversität in Rom, Vatikan, Professor Enrico Dal Covolo, hat mich ermächtigt, heute Herrn Pfarrer Heinrich Heidegger die Medaille der Lateranuniversität in seinem Namen zu überreichen. Zu dieser Medaillenverleihung schreibt Magnificens Dal Covolo. Er schreibt es lateinisch und meine Frau hat es ins Deutsche übersetzt. Päpstliche Lateranuniversität Città Vaticana. Der Rektor, hochverehrter und lieber Pater Heinrich Heidegger, durch Herrn Professor von Hermann schicke ich dir die herzlichsten Grüße und danke dir für den großzügigen wissenschaftlichen Beitrag, den du fortwährend leistest. Der Herr segne dich und bewahre dich in guter Gesundheit. Rektor Enrico Dal Covolo, Lateran, am 24. April 2018. Nun darf ich Sie bitten, Herr Pfarrer Heidegger, zu mir zu kommen. Ich darf Ihnen hier, ich darf Ihnen die Medaille im Namen von Rektor Dal Covolo überreichen. Eine Medaille der Lateranuniversität mit dem Bildnis hintereinander. Drei Bände seiner Christologie verfasst hat. Meine Frau und ich, wir haben jeden Band mit größter Spannung und größter Anteilnahme gelesen. Bitte schön. Aufmachen, ja. So, so. Und so. Ja, schön. Ja, schön. Ich weiß auch nicht. Ich bin mit der wissenschaftlichen Einkommen. Ja, nein, doch, doch, doch. Ja, ja. Das Weitere wird nachher Professor Alfieri ausführen dazu. Ja. Und dann habe ich noch eine Ehrung für Herrn Dr. Waldemar Gorczewski, der Rektor der Lateranuniversität. Hat aus dem Vatikan Ihnen ein Schreiben aufgesetzt. Auch meine Frau hat es übersetzt, ich lese es vor. Päpstliche Universität Lateranensis Città Vaticana, der Rektor. Verehrter Herr Dr. Waldemar Gorczewski, ich bin glücklich über Ihren Einsatz für die Kultur in der Stadt Meßkirch. Ich schicke Ihnen einen liebevollen Segen, damit der Herr Ihnen und Ihren Lieben eine gute Gesundheit bewahre. Rektor Enrico Dal Covolo, Lateran, 23. April 2018. Martin Heidegger und seine Meßkirche Bonnständigkeit. In Führung zu einer neuen Aneignung der Wurzeln des Denkens. Es ist für mich eine große Ehre, heute einen öffentlichen Vortrag in der Stadt Meßkirch halten zu dürfen. Der Stadt, in der Denker Martin Heidegger geboren ist, und in der er seine menschliche Erziehung empfangen hat.
und die Anfänge seiner intellektuellen Bildung liegen. Bei Martin Heidegger ist es, wie bei jedem anderen großen Denker auch, nicht möglich, die menschliche Bildung von seinen spekulativen Denkwegen zu trennen. Bevor ich jedoch lebhaft in meinen Überlegungen einsteige, sei es mir erlaubt, zunächst einen besonderen Gruß an Herrn Pfarrer Heinrich Heidegger zu richten, der eine Bezugsperson für alle Heidegger-Forscher ist, weil er uns allen seine aus eigenem Erleben stammenden Kenntnisse über Martin Heidegger und dessen Nachlass zur Verfügung gestellt hat. Die kostbaren Informationen, die er jedem sich an ihn wendenden Forscher übermittelt hat, sind eine wertvolle Hilfe zum Nachvollziehen einiger Etappen des theoretischen Denkweges Martin Heidegger gewesen und bleiben dies noch heute. Persönlich hatte ich Gelegenheit, in diesen Jahren in Kontakt mit Herrn Pfarrer Heinrich Heidegger zu treten. Und als ich gemeinsam mit Herrn Professor von Erman am Briefwechsel zwischen Martin und Fritz Heidegger gearbeitet habe, der in Kürze in Italien im Verlag Morcelliana veröffentlicht werden wird, habe ich höchstpersönlich feststellen dürfen, eine wie wertvolle Hilfe und Unterstützung die Informationen, die uns immer Herr Pfarrer Heinrich Heidegger bereitwillig besorgt hat, gewesen sind, um den von Martin Heidegger in seinen Manuskripten zurückgelegten Denkweg zu verstehen. Gerade deshalb haben Herr Professor von Erman und ich uns dazu entschlossen, dass die italienische Ausgabe des Briefwechsels zwischen Martin und Fritz Heidegger, Herrn Pfarrer Heinrich Heidegger, anlässlich seines 90. Geburtstages gewidmet wird. Ja.